Aufladen, Entladen eines Kondensators. Und was hat der griechische Buchstabe Tau mit der ganzen Sache zu tun? Tau ist gleich R mal C, also Widerstand mal Kondensator. Einfach so, das soll gehen. Wir werden es gleich sehen. Ich habe, und jetzt Leute, guckt euch am besten relativ zeitnah zuerst dieses Video hier an. Das hier wartet von der Erklärung. Also die Theorie wartet. Ihr könnt das alles praktisch sehen. Ich habe das extra mal so gemacht, dass man das sieht, dass sich Widerstand und Spannung unterschiedlich verhalten. Zeitlich unterschiedlich. Also hier auf den Link gehen, draufklicken, angucken, hier zurückkommen. Sind knappe 2 Minuten, glaube ich. Oder um die 2 Minuten. So. Wir gucken uns mal folgende Schaltung an. Und ich finde die eigentlich bah, nicht so schön. Ich habe eine bestimmte Batteriespannung. Ich nehme mal 6 Volt hier an. Ich habe einen Schalter. Und wenn ich diesen Schalter schließe, dann fließt der Strom gemütlich durch den Widerstand zum Kondensator und lädt den auf. Wenn der Kondensator geladen ist, dann ist vorbei, dann ist der sozusagen satt. Dann gibt es keinen Potentialunterschied mehr und es wird kein Strom mehr fließen. Ja, das kann man messen mit einem Ampermeter. Dann wackeln hier irgendwelche Zeiger bzw. irgendwelche Zahlenkolonnen, spulen sich hoch und runter. Jo, naja. Jetzt ist er geladen. Jetzt mache ich den Schalter auf und mache den lilanen mal zu oder pink und entlade den Kondensator über diesen Widerstand. Dann kann ich hier einen gewissen Spannungsverlauf sehen. Ich habe es mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe gesagt, Widerstände sind ja auch Glühlampen. Aber in Glühlampen sieht man sofort was. Ich habe also in diesem Video, denkt nochmal dran, gezeigt, dass wenn ich den Schalter schließe, hier gemütlich sich was ändert. Ich verrate auch nicht was und hier auch. Also man sieht mehr und muss keine Zahlen oder Zeiger beobachten. Darum geht's. Die Formeln müssten eigentlich ganz einfach sein. Es ist ein relativ natürlicher Vorgang, das Laden eines Kondensators. Natürlich insofern, dass es hier um Mengen geht. Mengen von Ladungen, die sich auf diesem Kondensator verteilen. Und wir wissen das alle, das hat irgendwas mit einer Hebefunktion zu tun, weil es hier wirklich, sagen wir mal, haarig zugeht. Die einen müssen die anderen verschieben. Zum Schluss kommen kaum noch welche nach, weil hier kein Platz mehr auf dem Kondensator ist. Guckt nochmal nach, ich habe darüber auch in einem anderen Video nochmal gesprochen, wie das mit dem Verschiebungsstrom ist und alles solchen Dingen. Wie schwierig das in Anführungsstrichen ist für die neuen Elektronen, die alten hier zu verdrängen, damit sie auch noch mit drauf gehen auf den Kondensator. So, die Formel, die muss ich nicht vorlesen. Ich habe aber mal beim Laden, also hier, das lasst uns mal trennen. Hier ist die Ladeformel oder die beiden Ladungsformel. Ich habe hier extra mal das Gelb gemacht, das Minus, damit ihr das nicht vergesst. T ist die Zeit, die das ganze Laden braucht. Und Tau ist diese komische Konstante. Ich komme gleich drauf. Achtung, hier das Minus nicht vergessen und hier könnte mal getrost das Minus vergessen, denn da gehört keins hin, wenn ich den Strom, den Ladestrom messe, berechne. Gut. C wie Kondensator, B wie Batterie. Der Kurvenverlauf, wenn ich mir mal die Mini-Schaltung, also aus der hier oben, mal nur immer eine Schaltung rauspicke, einen Teil, nur einen Schalter, dann sage ich, okay, hier habe ich die Spannungsquelle, zack, wird geladen, über den Widerstand, peng. Dann läuft das so, dass zu Anfang der Strom hoch ist und dann ja, gemütlich absinkt und die Spannung erst gemütlich hinterherkommt. Das ist immer beim Kondensator so. Der eine folgt dem anderen. Beim Entladen ist es, hier Achtung auf die Minus achten, ist es so, dass die Spannung da ist und über dem Widerstand, RSU durch I, das Verhältnis ist konstant, beide sinken in gleichem Abstand der Kurven ab. Ich habe jetzt extra keine Maßeinheiten dran gemacht, damit wir uns jetzt nicht daran stoßen, ob das nur so oder so viel ist, denn es hängt alles von dem Widerstand und dem Kondensator ab. Nochmal Tau. Tau ist eine Konstante, ein Produkt aus Widerstand und Kondensator. Ich komme gleich doch nochmal drauf. Guckt mal, ich sage hier E hoch und Minus, damit die entsprechenden Verläufe so rumgehen. E hoch und jetzt kommt die echte Zeit durch diese eigentlich doch Konstante, bestimmt durch die entsprechenden Größen von R und C. Also E hoch minus irgendeine Zeit in Sekunden durch eine Zeitkonstante in Sekunden. Die kürzen sich raus, die Sekunden. Also wenn
Wenn hier irgendwas in Sekunden steht, hier oben und hier unten auch, dann ist das kein Problem. Die Sekunde ist 1 und da bleibt dann nichts mehr übrig. Also brauche ich das eigentlich gar nicht hier hinzuschreiben, ne? Dieses T und diese Sekunde. So, das heißt, wie kommt das? Na, wir wissen alle, dass der Widerstand sich errechnet R durch I, RSU durch I, also Spannung durch Strom, Volt pro Ampere. Wir wissen, das wird mit Omega abgekürzt. Und die Kapazität lässt sich ja durch Q durch U errechnen, also habe ich eigentlich Coulomb pro Volt, aber Coulomb ist auch Ampersekunde. Und wenn ich jetzt sage, hier Ampersekunde pro Volt, ne, eine Variante, ich hätte auch Farad schreiben können, dann sage ich, okay, dann gucken wir mal. Ah, die Volts hier, die beiden gehen durch Volt zu kürzen und die beiden Ampere gehen durch Ampere zu kürzen. Und was bleibt übrig? Die Sekunde. Deswegen, das bloß mal nebenbei. Merken wir uns, das Laden und Entladen eines Kondensators ist, wenn ich es über einen Kurzschluss mache, eine ganz schnelle Sache. Aber im Allgemeinen macht man das nicht, man tut das keiner Schaltung an. Schon alleine wegen der Brandgefahr und weil es auch keinem nützt. Aber ich kann ganz schick sogenannte RC-Glieder, also Zeitverzögerungsglieder in der Elektronik damit realisieren und so weiter und so fort. Na gut, ich hoffe, das geholfen hat. Denkt an die Links, zum Schluss werde ich wieder auf die entsprechenden Geschichten verlinken, sprich Playlists und Co. Und vielleicht doch nochmal zu diesem Praxisvideo hier auch noch einen Link hinsetzen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.